Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind gerade bei den Pferden zu Besuch. Wenn ihr mein letztes Video noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch auf jeden Fall vorher an. Da waren wir nämlich bei Duffy und Krusi zu Besuch. Und jetzt sind wir im Anschluss auch noch bei den Babys und hier werden wir auch übernachten. Also nicht direkt an der Weide, das geht leider nicht, aber ganz, ganz in der Nähe. Und ja, das heißt, wir werden hier sozusagen campen und das ganz in der Nähe von den Pferden. Das ist ganz cool. Das heißt, wir können sie morgen auch nochmal sehen. Aber jetzt werden wir erstmal zu ihnen gehen. Wir sind eben schon an der Weide vorbeigefahren. Allerdings hat man da niemanden gesehen, beziehungsweise nur welche, die nicht meine waren. Deswegen mal gucken, ob wir sie jetzt finden und wie groß sie schon geworden sind. Ihr habt sie ja zuletzt gesehen, als sie noch im Laufstall waren. Jetzt sind sie schon einige Zeit auf der Weide und haben jetzt sogar auch schon noch Heu dazu bekommen, weil auf der Weide nicht mehr so viel drauf ist. Ja, ich freue mich auf die Kleinen. Hab zwei Leckerlis dabei. Mal gucken, ob ich die überhaupt in Konrad reinbekomme. Der ist nämlich immer noch nicht so viel zahmer geworden, aber... Ich träume schon nachts immer davon, dass ich ihn streicheln kann. Mal gucken, vielleicht klappt es ja heute oder morgen. Und sonst bin ich jetzt ja auch in Zukunft regelmäßiger hier, weil Duffy und Cosi stehen nämlich im gleichen Aufzuchtstall sozusagen. Also die gleichen Leute sind verantwortlich für sie und im Winter werden sie auch im gleichen Stall sozusagen stehen. Aber jetzt im Sommer sind sie halt auf verschiedenen Weiden natürlich. Genau, wie gesagt, guckt euch das Video an, das verlinke ich euch hier oder in der Infobox. Und jetzt gehen wir mal los. Es ist einfach so idyllisch hier, das muss man einfach sagen. Hier ist es noch mal ruhiger als bei Duffy und Krusi. Also die Pferde werden hier so schön, wachsen hier so schön in Ruhe auf. Und hier ist einfach nichts außer Pferde und Stille und schönes Wetter. Und wir haben riesengroße Weiden, werdet ihr auch gleich sehen. Ja, richtig schön einfach. Es ist sehr idyllisch hier, kann ich euch nur empfehlen, euer Pferd so groß ziehen, also groß zu ziehen. So, wir sind jetzt angekommen an der Weide. Und da hinten sehen wir, glaube ich, Johnny. Wollen wir durch den Graben klettern oder wollen wir einen ordentlichen Weg gehen? Was sagt der Kameramann? Graben? Okay. Das stört ja nicht. Oh, hoffentlich holen wir uns heute keine Zecken. Da sind sie. Komm, Kameramann, kletter da durch. Also hier sind wir jetzt auf der Weide von dem Kleinen. Da hinten seht ihr schon die ganze Herde. Wir bleiben einfach mal jetzt hier noch ein bisschen auf Abstand stehen. Nicht, weil wir irgendwie Angst haben oder so, sondern weil die teilweise so aufdringlich werden, dass ich einfach hoffe, dass Johnny, der ist ja so personenbezogen, dass der jetzt einfach mal kommt, weil er Langeweile hat. Und dass sie so langsam herkommen, weil wenn wir da jetzt hingehen, die stehen da halt alle um das Heu rum. Und ich habe nicht so Lust, dass wir da in, keine Ahnung, ich glaube 20... einjährige Hengste sind das und genau, da habe ich jetzt nicht so Lust, da direkt reinzugehen. Wir waren auch schon direkt in der Herde, aber kann man auch langsam machen. Ja, es ist einfach so still hier, dass man die Blätter rascheln hört und man denkt, irgendwas passiert hier. Das ist echt schön. Hier im Hintergrund seht ihr jetzt die große Weide, das ist deren komplette Sommerweide. Hier bleiben sie den ganzen Sommer und ja, können sich hier nach Belieben austoben, bewegen, fressen und schlafen und spielen. Also das, was sie in ihrem Alter so machen müssen. Die ersten Neugierigen sind schon gekommen und ihr könnt ja mal abstimmen, ob das Johnny ist oder nicht. Haltet einmal das Video an und schreibt in die Kommentare, ist das Johnny oder nicht. Ich denke halt, das ist auf jeden Fall nicht Johnny. Johnny hat nämlich eine viel weitere Blässe und er hat hier so einen, daran könnt ihr ihn immer erkennen. An der Seite hat er so ein kleines rosanes Teil nach oben. Ich glaube, diese beiden hier sind neu. Also ich habe die beim letzten Mal noch nicht gesehen und die sind auch sehr abseits von der Herde. Von daher gehe ich davon aus, dass das neue sind. Also sind es jetzt vielleicht sogar schon 22 Hengste. Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich mal nachzählen. Vielleicht sind auch schon welche abgeholt worden. Ja, aber die hier sind neu, weil so zutraulich wie die sind, sind die meisten nicht. Also ihr seid neu? Seid ihr kleine süße Hengstis? Auf jeden Fall ist Johnny ungefähr doppelt so groß wie die. Oh, hallo. Das ist ein ganz schickes Pony. Stimmt mal ab, ist das Johnny? Könnte schon hinkommen, aber ihr schaut an die Seite. Kein Strich nach oben ist nicht Johnny. Aber der ist auch süß. Hey, du warst letztes Mal noch ein bisschen schüchterner. Guck mal, nicht so dicht hier. Ja, du auch nicht. Ihr sollt Abstand halten. Ach nein, du bist aber süß. Oh, der hat schon richtige Zähne.
Hier an der Seite sind so ganz spitze Zähne. Hm, ihr Süßen? Ihr haltet aber mal schön Abstand. Wir wollen nämlich nicht mit euch spielen. Wir wollen nämlich einfach nur zu unseren Pferden und... Hm. Hallo, hallo! Hallo, wer kennt Johnny? Wer kennt Johnny? Okay, ist natürlich auch schwierig hier, nee, Johnny. Och, Leute. Hier ist auf jeden Fall Johnny. Aber ich will jetzt hier auch nicht... Komm. Leute, ich mein's ernst. Was machst du hier eigentlich? Komm. Und Johnny, deine Füße sehen irgendwie komisch aus. Hey. Hey. Ernst. Komm. Gut. Johnny, du machst mir jetzt ein bisschen Platz hier. Ist fein. So. Hier ist Johnny. Natürlich der, der immer direkt zu mir kommt, mein Schatz. So. Jetzt suchen wir uns mal Konrad. Hallo. Das ist übrigens nicht Johnny, sondern Johnny ist der hier. Erkennt ihr an dem Rosanen? Oh, die sind total zerkratzt alle an den Nasen. Müssen irgendwie durch Gestrüpp gelatscht sein alle. Johnny klaut dem anderen aus dem Maul was. Ich glaube, Konrad ist hinten. Dann gehen wir einfach einmal zu Konrad. So, wir waren jetzt gerade bei Johnny. Der ist, steht da. Und Konrad steht mit seiner Herde dort hinter mir. Und da gehen wir jetzt gerade hin. Und ich wollte euch nochmal zeigen, so Berg und Tal, wie schön das einfach ist, wie die Pferde hier stehen. Also nicht nur, dass sie mega viel Platz haben, sich halt auch in zwei Herden aufteilen können, sondern sie haben halt auch Berg und Tal, sodass die Gelenke und Muskeln sich an alles gewöhnen, schön Muskulatur aufbauen. Richtig cool. Also besser geht's nicht. Hier seht ihr im Hintergrund gerade die, ja, diese Berge sozusagen. Natürlich keine Berge, aber ja. Und da kommt auch schon Konrad. Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Der dritte ist es. Hallo und willkommen zurück. Für euch war ja gar keine richtige Pause, für uns war aber eine Nacht dazwischen. Wir haben nämlich im Van hier ganz in der Nähe geschlafen und das war sehr gemütlich. Da blende ich euch jetzt mal nochmal Szenen ein, wie gemütlich das da war. Und ja, jetzt sind wir noch einmal hier bei den Pferden und sagen denen Tschüss. Und jetzt gleich fahren wir nämlich weiter in Urlaub. Aber erstmal wollen wir sie nochmal ganz kurz bei Tageslicht beobachten. Und ich habe noch eine Bürste dabei. Dann möchte ich die mal kurz ein bisschen schon mal bürsten. Und was ihr auch gestern nicht mitbekommen habt, ist noch, dass ein sehr, sehr schöner Sonnenuntergang war. Das war auch richtig schön. Und wir haben auch noch Konrad ein bisschen näher angeguckt, aber das konntet ihr auch nicht mehr sehen, weil unser Akku leider leer war. Und da kommt in meinen Augen ein sehr, sehr schönes Pferd. Hallo. Das hier, der ist jetzt schon einfach so im Hengsttyp stehend. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sieht. Aber der hat einfach schon so einen Hals. Den habt ihr bestimmt auch schon im Laufstall. Habe ich auch schon, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen hatte. Habe ich gesagt, dass ich glaube, dass das hier der Chef ist. Weil der einfach schon so hengstig aussieht. Alle anderen sehen hier ja noch relativ normal aus, sage ich mal. Also nicht hengstig typisch. Und der hier hat schon irgendwie total was Hengstiges. Und der glänzt auch sehr schön. Also ist ein sehr hübsches Pferd. Ja. Aber wir wollen zu unseren Pferden. Ja. Das wollen wir. Tschüss. Mein Pferd ist da. Konrad ist da. Vielleicht kommt er ja mal zu uns und traut sich. Es wäre sehr süß, wenn wir heute mal ein bisschen mehr Konrad-Content haben. Alter. Hier die drei von der Tankstelle. Die mögen auf jeden Fall schon mal gerne gebürstet werden. Und Konrad schleicht sich ran. Guckt mal hin, der pirscht sich ganz langsam ran. Konrad ist ja so ein kleiner... Er ist ja einfach schissig, aber er ist eigentlich dem Menschen zugewandt. Er will, interessiert sich nur, er ist einfach nur so ein bisschen schüchtern. Als ich ihn als Absatzherr bekommen habe, konnte man ihn aber streicheln. Jetzt ist er natürlich so ein bisschen ausgewildert. Aber das kriegen wir auch ganz schnell hin. In meinen Augen kriegt man ja auch ein Pferd lieber, was ein bisschen vorsichtiger ist. Kriegt man leichter zahm sozusagen als andersrum. Guck mal, da kommen welche angaloppiert. Toll.
ist ja der kleine Welch. Das kleine Welchpony ist, glaube ich, das Einzige, was hier schon Eier hat. Mal gucken, ob der schon Eier hat. Ah, du, der hat auch schon Eier. Okay. Na, Welchi? Ah, heute hat er keine Eier. Gestern hat er Eier. Ja, krass. Also mein Schatzi, komm mal her. Ich versuche jetzt nicht, mich direkt mit meinem Körper sozusagen zu ihm zu wenden, sondern so ein bisschen mich so seitlich hinzustellen, damit er gar nicht so bedroht wird sozusagen. Aber er geht weg. Ist dann nicht schlimm. So, wer kommt denn da? Stoppt mal das Video. Ist das Johnny? Nein, ist er nicht. Johnny hat einen größeren Kopf. So, wir gehen jetzt nochmal zu Johnny und dann gehen wir, glaube ich, auch wieder runter, weil wir echt hier ein bisschen belagert werden. Wir haben noch versprochen, euch die Pferde zu zählen. Das sind schon mal 5. Das sind auch 5? Okay, ab hier sind es 5. Also 10. Das ist er, mein Tati. Hallo, mein Süßi. Hallo, Süßer. Nee, wollen wir dich mal ein bisschen putzen? 11? 12? Okay, jetzt müssen wir nur noch die da zählen. 12 plus? Du bist auch süß. Sind 20. Also 20 Jährlingshengste, mit denen wir uns hier die ganze Zeit prügeln müssen. Nee, komm. Nee. Hallo, Mann. Gemütlich, mein Schatzi. Ich muss euch sagen, das habe ich vorhin auch Felix schon gesagt, diesen hier finde ich auch sehr süß. Der ist irgendwie, hat auch irgendwie was. Kommt auch die ganze Zeit zu uns, aber der hat echt ein bisschen Probleme hier mit der Sonne, glaube ich. Weil er einfach sehr, sehr empfindlich ist. Und da kommt Konrad. Von seiner Farbe her ist er ja sehr empfindlich. Aber den finde ich auch sehr süß. Und der ist, glaube ich, auch von der Größe ein bisschen besser als unsere beiden. Unsere beiden sind ja riesig. Jetzt kommt er. Hallo, Sissi. Nee, Johnny hat ihn angegiftet. Johnny, du kleiner Pony. So, nochmal deinen Körper. Dann bist du hier das sauberste Pferd auf der Weide. So. Immer wenn ihr junge Pferde putzt, immer schön an der Hinterhand aufpassen. Bei dem hier weiß ich, dass er nichts macht. Also natürlich versprechen kann ich nicht, aber ich erkenne das auf jeden Fall. Aber immer schön aufpassen, wenn ihr Pferde, junge Pferde vor allem putzt, weil die eben an den Hinterbeinen nochmal schnell sein können. Leute, das kann auch ein Thumbnail sein. So, das war's auch schon mit dem Video. Wenn ihr noch mehr über diesen Ausflug erfahren wollt, dann schaut gerne mal bei meinem Podcast vorbei. Den kennt ihr, glaube ich, noch gar nicht. Der heißt Lil Gru Podcast und ist zum Beispiel auf Spotify erhältlich. Also kostet natürlich kein Geld, sondern abhörbar. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall unten in der Infobox. Und ja, das war's hier bei den Kleinen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da. Abonniert mich gerne, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und tschüss.